Ich bin hier, um die Menschen dabei zu unterstützen, ein erweitertes Bewusstsein zu erlangen. Mit ihrem erweiterten Horizont könnten die Menschen selber einsehen, was heutzutage nicht richtig läuft auf diesem Planeten. Dann könnten sie in jedem Lebensbereich neue Lösungen und Perspektiven entwickeln, die langfristig erfolgreich sein werden. Doch die Menschen haben den freien Willen. Es liegt allein in ihrer Entscheidung. Das ist ein Zitat aus dem Buch Christina Zwillinge als Licht geboren. Und ich befinde mich hier in der Schweiz, im Ort Traien und möchte dich wieder herzlich begrüßen, Christina von Danke. Traien, so nennt man dich ja, ja jetzt. Schön, dass ich hier sein darf und dich weiter interviewen darf. Wie geht's dir mal so auf dieser Erde? Ja. Kommst du gut zurecht? Ja, jetzt fängt alles an, das ist noch schön. Ja, das ist wirklich schön. Jetzt vor allem, wenn du ein neues Bewusstsein hier auf die Erde bringen willst, das ist ja sicher sehr spannend und aufregend für dich. Ja. Und vor allem für die anderen, ne? Ja, das. Weil die müssen ja das neue Bewusstsein aufnehmen können. Gut, Christina, ich habe einige Fragen zusammengeschrieben. Und ich möchte mal wissen, wie aus deiner Sicht, kannst du dich noch erinnern, bevor du hier auf die Erde inkarniert hast, was du da warst oder wo du warst? Nein, also ich habe Anhaltspunkte, wo ich weiß, aber ich könnte jetzt nicht mal den ganzen Lebenslauf erzählen. Mhm. Aber meines Wissens war ich vor dieser Inkarnation schon mal als Mensch hier inkarniert. Und weißt du noch wo, in welchem Land du da gelebt hast? Das nicht. Aber du weißt hier, ja. Und die Aufgabe weißt du auch nicht mehr? Oder was nein, genau? Nein, nicht wirklich. Aber es hat etwas mit Wissenschaft zu tun. Mit Wissenschaft? Ja. Darum ist jetzt die Wissenschaft nicht so ganz sehr genau interessant für dich. Das ist für mich vorbei. Vorbei. Ja, wenn man die Wissenschaftler heutzutage hernimmt, dann ist es eh besser, man ist kein Wissenschaftler. Ja. Gut. Und du hast dir praktisch die Erde jetzt richtig bewusst ausgesucht, deine Eltern, deine Umgebung am Platz. Das heißt, du hast genau gewusst, da ja will ich rein. Dort will ich und in dieser Zeit, in diesem Tag, alles ausgesucht. Und die Zeit, die war schon jetzt wichtig, diese Zeit auszusuchen. Warum jetzt genau diese Zeit? Ja, von der Zeitqualität her, weil man muss immer schauen, wenn du eine Aufgabe hast, wie spielt sie mit dem Rest der Welt zusammen? Und dann brauchst du ein gewisses Alter, damit du diese Aufgabe erfüllen kannst. Du kannst nicht mit 5 Jahren irgendetwas machen. Also rechnet man sozusagen aus, okay, dann es wäre noch praktisch, wenn du dort geboren wirst. Mhm. Und wenn dann die Sterne, Planeten, Konstellationen auch noch stimmen, dann kann man schnell sagen, okay, in dieser Minute, in dieser Sekunde komme ich raus. Das heißt, das ist ganz wichtig, wenn man geboren wird, von der Zeit auch her. Ja, von der Energie, die dort dann herrscht. Also das war dann letztendlich wichtig, dass es eine Frühgeburt ja werden wird. Ja. Okay, weil das dann auch mit Astrologie auch und Numerologie alles ja zusammenhängt? Ja, ganz genau, ja. Okay. Von den Planetenkonstellationen her bekommen wir eigentlich so mehr Energie für unsere Projekte. Mhm, und wenn du etwas auf die Beine stellen willst, dann brauchst du irgendwoher Energie. Das ist also sehr wichtig, dass auch die Planetenkonstellation so gegeben ist, weil du von jedem Planeten dann dementsprechend auch Unterstützung bekommst ja für dein Vorhaben. Ist ja das richtig ja so? Okay, das ist interessant. Dann habe ich mir das auch irgendwie ganz gut ausgesucht. Ja, ja, das ist bei jedem so. Wann hast du gemerkt, jetzt vom Verstand her, dass du da mehr Fähigkeiten hast und wie gehe ich damit um? Wie war das dann für dich? Mit 10 Jahren wurde mir dann bewusst, dass was ich kann, können nicht alle. Mhm. Und dann habe ich, also das, wenn ich mit meinen Händen etwas berühre und dann halte ich schneller das. Ich könnte nicht sagen, wenn mir das bewusst war, das war irgendwie schon immer so, seit ich mich jetzt bewusst kann erinnern. Mhm. Aber das mit, ich sehe mehr, ich höre Dinge, die andere Menschen nicht hören, das kam so mit 10 Jahren.
Und dann wusste ich zuerst nicht, was das ist. Mir war nur klar, die anderen nehmen das nicht wahr. Ich hatte keine Ahnung, wo ich das jetzt zuordnen sollte. Und dann ging ich von ganz verschiedenen Dingen dann herum, bis ich dann, ja, dank einer Katze eigentlich dann auf dem Punkt blieb. Okay, das sind Seelen, was ich sehe, das sind Verstorbene. Aber ich habe erst Jahre später, als ich mich mit Büchern anfing zu beschäftigen, habe ich dann bemerkt, aha, so andere Leute nehmen das A auch wahr und B, sie sagen dem auch Seele. Dann blieb ich drauf. Die universelle Liebe ist ja eines der wichtigsten Dinge. Das heißt, man hat ja nicht diese Fähigkeiten, wenn man sich selbst nicht liebt, wenn man nicht die Liebe im Vordergrund stellt. Ist das so, dass die Liebe letztendlich das Fortbewegungsmittel ist für alles? Ja. Weil sonst kann man auch das nicht bewirken, denke ich mal. Ne? Ja, das Ziel von jedem inkarnierten Lichtwesen ist ja eigentlich, Liebe zu entfalten. Und das letztendlich auch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt es ja. Das ist der Schlüssel zu allem letztendlich, um ein neues Bewusstsein hier kreieren zu können. Weil wenn keine Liebe da ist, dann wächst auch keine Liebe nicht. Ja. Gut, du hast ja die Liebe zu jedem, egal wie er ist, die Liebe zu Tieren, zu Pflanzen, zu Steinen. Und du hast ja die Fähigkeit, jetzt einen Stein in die Hand zu nehmen und du kannst telepathisch mit ihm kommunizieren. Du weißt, wie es ihm dann geht oder wie er sich fühlt. Ich kann ihm einen Gedanken schicken. Ja. Also ich denke auch den Gedanken mit meinem Bewusstsein, das weiß. Ich möchte, dass der Stein das hört. Dann hört er das und er gibt mir dann eine Antwort und ich lese wie aus dem Feld, ob er es jetzt gut oder schlecht findet, ob er verärgert ist, solche Dinge. Das heißt, ein Stein kann auch verärgert sein, wenn er am falschen Platz liegt oder wenn die Sonne den ganzen Tag auf ihm strahlt, kann das sein? Oder? Habe ich noch nie erlebt, aber was ich mal hatte, ist, dass ich einen Stein hochhob, damit ich ihn wegtragen wollte und dann schritt er sozusagen mit mir. Weil er sagte, er möchte wieder zurück und dann schrie er mich an, bis ich ihn wieder zurücklege und dann war er sofort still. Und dann war es wieder okay für den Stein. Und wie ist das dann mit den Pflanzen zum Beispiel? Wie, wenn man jetzt eine Pflanze umtopfen will oder woanders hinstellen, schreit die dann auch, sagt die dann auch, okay, lass mich bitte stehen oder ich möchte nicht neben dieser Pflanze stehen. Ist dann also meistens sind sie eigentlich ziemlich harmonisch, aber das ist wie wenn wir umziehen, wir müssen uns an die neue Umgebung gewöhnen. Eine Pflanze muss sich an die neue Erde, an die neue Luft, an die Nachbarn gewöhnen. Das ist auch ein Stress für sie. Was heißt Nachbar? Der Nachbar von nebenan oder die Nachbarpflanze? Die Nachbarpflanze oder der Stein, der neben ihr liegt. Neue Elementarwesen. Das heißt, die müssen sich alle wieder zusammenfinden. Weil der Garten als Beispiel ist eigentlich durch ein energetisches Netz ja verbunden. Mhm. Also jede Pflanze ist mit anderen Pflanzen energetisch ja verbunden. Und wenn man jetzt eine Pflanze wegstellt, dann hat das Netz dort ein Loch und das wird natürlich wieder geflickt. Die Pflanze wird sonst irgendwo hingestellt und dort muss sich das Netz neu bilden. Okay. Das heißt, wenn ein Loch gegeben ist, dann muss es eine andere Form nehmen, um den Kreis zu schließen praktisch. Mhm. Das ist ja interessant. Das beachten wäre fast niemand. Ne? Ja. Jeder stellt die Pflanze dorthin, schneidet sie zurück oder topft sie um, wie sie will, wann sie wollen. Und das ist natürlich, weil sie die Sprache der Pflanzen nicht kennen. Ja. Jetzt ist es den Menschen auch egal, was sie dann machen, weil irgendwie hat man das Gefühl, dass die Pflanze ja nicht so ein größeres Lebenwesen ist wie ein Mensch oder ein Tier. Ne? Genau. Ist eben nicht so. Man weiß aus der Urforschung, dass man, dass die beim Messgerät, wenn man sie anhängt, auch ausschlägt, wenn jetzt einer reinkommt und sagt, jetzt schneide ich diese Pflanze ab, dann schreit diese Pflanze. Das hat man auch beim Ei gemessen, wenn das Ei jetzt gekocht wird, dass sie dann schreit, dass sie da jetzt gegessen wird. Also es gibt diese Messgeräte, was sie anzeigen, dass die Pflanze reagiert drauf. Gut, du beschäftigst dich ja nicht nur mit Pflanzen, mit Tieren, redest ja nicht nur mit ihnen. Du hast auch mehrere Themen, die du jetzt schon bewusster in Kauf nimmst oder reingehst. Das ist Astronomie, die Erdgeschichte, die Evolution,
zum Beispiel Quantenphysik, Zoologie, Archäologie, Klimaforschung, Neuropsychologie, Religionswissenschaft, das kommt dir jetzt immer mehr hinzu, was ja, du dich beschäftigst. Ja, aber meine Interessen liegen eigentlich nicht wirklich dort, also rein gar nicht. Das heißt, es sind jetzt andere Themen bevorzugt, ja, die du jetzt dein Wissen weitergeben möchtest. Genau. Die Schule, wie hast du die Schule empfunden? So, ja, also ich fand es jetzt nicht anstrengend. Mir war einfach immer klar, dass, wenn die Lehrer etwas erzählten, dass ich anderer Meinung bin. Aber ich war dann nicht die, die unbedingt dagegenhalten musste und sagte, nein, also meines stimmt und ihres stimmt nicht. Ich blieb einfach still und dachte, ja, es nützt ja eh nicht. Die sagen dann eh, man hat zu viel Fantasie. Also kann man gerade so gut nichts sagen. Aber das war ja eigentlich nicht weiter schlimm. Also ich verstehe ja, warum sie so, ja, so denken. Aber hast du dich auch zurückgehalten mit deinem Wissen, vielleicht auch aus Selbstschutz? Ja, also ich sagte nie irgendetwas. Also in der Unterstufe nicht, in der Mittelstufe nicht, in der Oberstufe nicht. Da war ich in der Schule, bin ich allgemein nicht wirklich gesprächig, weil ich finde, also die Schüler reden über Mode und das interessiert mich nicht. Und die Lehrer reden über Erdgeschichte und das finde ich, das stimmt zum Teil nicht. Und dann ist das so eine gewisse Langeweile, die dann aufkommt, weil alle reden über Dinge. Und über die so irdischen Dinge, die eigentlich nicht wirklich ja, und die so Dinge, interessant sind. Ja, und das, was mich dann interessiert, das wird nicht angesprochen. Und dann finde ich, ja, muss ich mich auch nicht mit, also ich gehe dann auch nicht. Ich komme dann nicht zu einem Lehrer und fange mit ihm an, diskutieren über die Weltgeschichte. Aber wenn jemand offen ist, bei den Lehrern oder bei den Freundinnen oder Freunden, erzählst du dann mehr darüber? Ja, also mit meinen Freunden und Freundinnen, das hatten wir in der Pause praktisch nur darüber Gespräche. Aber die sind alle auch so, also man zieht die Leute ja an, so wie man ist und dann haben einen Freundeskreis und da versteht jeden und dann kann man über solche Dinge ohne Probleme sprechen, aber da gehören Lehrer ja nicht dazu. Mhm. Und ja. Und du hast ja verschiedene Fähigkeiten schon entwickelt. Darfst du diese Fähigkeiten zur Schau stellen oder dass du sagst, okay, wenn jetzt ein Freund kommt, du mach dich mal unsichtbar oder sonst irgendetwas, darf man das oder? Ich glaube, es kommt auf die Situation drauf an, als wenn es einen sinnvollen Nutzen hat. Also jetzt als Beispiel für die Unsichtbarkeit, in Anführungs- und Schlusszeichen, weil ich bin nicht unsichtbar. Also für mich ja nicht, ich kann mich ansehen, ich sehe mich ja dann noch. Die anderen Leute denken, aber ich sei unsichtbar, weil meine Frequenz dann nicht mal in ihrem Lichtspektrum liegt, also wo sie sehen können. Also deine Schwingung ist für die anderen nicht einsehbar. Ja, weil wir sind ja nur gewisse Lichtspektren und diese Lichtspektren haben gewisse Frequenzen. Und wenn jetzt meine Frequenz nicht in das Lichtspektrum passt, dann bin ich sozusagen unsichtbar, weil die anderen dann denken, ich sei nicht hier, aber ich sehe mich selbst ja noch. Es ist nicht so, dass ich durchsichtig bin und dann so wie im Fernsehen und so durch die Welt durchlaufe. Das ist noch so, darum merke ich es auch nicht, weil ich kann mich ansehen und denke, ich bin sichtbar, für mich sichtbar, ja. Weil ich sehe, ich kann ja meine eigene Frequenz sehen. Da ist das eben auch so ein, wann bemerke ich es eigentlich? Und da habe ich es auch nur in der Schule zum Beispiel am besten bemerkt, wenn dann irgendjemand im Turnen stand, wie mal im Halbkreis um die Lehrerin herum. Und dann fragte sie, wo ich sei. Und sie schaute so im Halbkreis rum und ich sah, sie blickte mich an und verstand gar nicht, wieso sie jetzt sagte, ich sei nicht hier. Und immer mit solchen Situationen merkte ich dann, aha, es kann ja das sein. Aber ich kam erst mit der Zeit auf, dass es etwas mit der Frequenz zu tun hat. Weil ich bemerkte dieses Shiften ja auch nicht. Ich würde jetzt immer noch durch die Welt laufen und nichts davon wissen, wären nicht die Leute, die irgendwie so reagieren. Ja. Und ich dann so eins und eins zusammenzähle und denke, es könnte schon so sein. Also, dass es dann bemerkt ja. Von den anderen, weil ja, sie so gesehen. Ja, sonst hätte ich es nicht herausgefunden. Dann bist du die ganze Zeit unterwegs und keiner sieht dich. Ne? Ich denke schon, ja. Ich kann auch nicht sagen, wenn ich jetzt rein und wenn ich jetzt rausgehe, weil dieser Moment, wenn ich reingehe, den bemerke ich gar nicht. Ich könnte nicht sagen, wie lange ich jetzt schon dort drin war, in den Zustand.
und wenn ich wieder rausging. Aber meistens ist es, wenn ich mich bemerkbar machen will, also wo sie dann fragt, wo sei ich, dann meldete ich mich und sobald ich von mir aus will, sie muss mich wahrnehmen, dann falle ich wie automatisch dann wieder zurück. Aber wann dieses Kippen kommt, dass ich sozusagen wie ein Chamäleon durch die Welt durchlaufe, ich weiß es nicht. Okay. Weil es sind ja keine unnormalen, aus dem Rahmen fallende Situationen, von denen man sagen könnte, es ist logisch, dass man sich so verflüchtigt. So verhält, ja. Ja, und darum muss ich das Muster dahinter noch erkennen. Es gibt schon eins, aber im Moment kam ich noch nicht drauf. Okay, das ist noch in der Entwicklung. Ja, ganz genau. Ja, spannend ist das natürlich. Das heißt, wenn Gefahr kommt oder so, dann kann man sich dann letztendlich unsichtbar machen. Ja, wenn man es unter Kontrolle hat. Wenn man es unter Kontrolle hat. Das ist bei mir das Problem, dass ich muss zuerst den Auslöser ja wissen und dann kann ich sagen, okay, vielleicht bekomme ich das unter Kontrolle. Hm. Und das ist noch so ein. Aber wenn du jetzt so diese Fähigkeiten zur Schau stellst, verliert man sie dann? Oder was könnte da passieren, wenn man sie jetzt einfach so mit Lust diese und Fähigkeiten sind ja wie mit einer gewissen Frequenz verbunden. Also wir haben eine DNA und dort hat es auch Chunk-DNA drin. Und die Wissenschaft... Was war das? Chunk-DNA. Okay, was ist das genau? Und oder also die Wissenschaft sagt, es ist sozusagen der unbrauchbare Teil von unserer DNA. Also der existiert einfach, der liegt brach und ist für nichts hier, ist sinnloserweise, existiert einfach in uns. Aber die Natur erschafft ja nichts, was unnützes, ne? Sinnlos ist, ja, was nicht gebraucht werden könnte. Und unsere DNA ist eigentlich wie ein Empfänger für Frequenzen. Und wenn ich jetzt meinem Körper die Frequenz erhöhe, dann reagiert ja die DNA von mir drauf. Und dann entwickelt sich diese Chunk-DNA eigentlich hoch sozusagen. Also sie baut sich wieder auf, sie wird aktiv. Aktiviert. Ja. Und dann funktioniert das mit diesem, ich sage dem immer Tankkappenmodus. Wenn ich so in diesem Unsichtbarkeitsding bin, ist das mein Tankkappenmodus. Okay. Und so funktioniert auch der Tankkappenmodus, dass du eine gewisse Frequenz hast. Und wenn du diese hast, dann bist du da drin. Und wenn du Sachen machst, die, ich sage jetzt mal, nicht im göttlichen Plan sind oder einfach negativ oder halt im Allgemeinen deine Frequenz runterdrücken, dann schaltet sich die Frequenz ja aus. Dann ist ja das nicht mehr möglich. Ja, schon klar. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Schutzmechanismus, weil sonst würden hier irgendwelche negative Leute durch die Welt laufen und machen was weiß ich was und halten sich nicht mehr an die Naturgesetze, die hier in der Dimension herrschen. Dann hätten wir noch das größere Chaos. Das hängt nur von der Frequenz ab. Wenn du etwas tust, das sich aus dieser Frequenz raus katapultiert, dann funktioniert es nicht mehr. Kann jeder Mensch, der hier ist, diese Frequenz umstellen? Ja. Das machen sie wahrscheinlich auch, aber nicht bewusst. Ja. Ne? Aber man könnte das auch lernen. Ist jedem gegeben, ja, weil jeder hat diese Chunk-DNA. Die Frage ist immer nur, was wird zuerst aktiviert. Okay. Und ich denke, das hängt auch mit der Aufgabe von der Person zusammen. Dass deine Seele sagt, okay, das ist sinnvoller, wenn du jetzt das aktiviert bekommst, weil es dich unterstützt. Die meisten wissen ja aber nicht die Aufgabe. Sie suchen zwar die Aufgabe, sie kommen nicht drauf, welche Aufgabe in jeder hat. Aber das kann man. Gibt es da eine Möglichkeit, leichter darauf zu kommen, welche Aufgabe man hat? Also durch die Astrologie, dass man vielleicht schaut von der Geburt an, dass man sagt, okay, ja, was habe ich mitbekommen oder so. Und man muss auch immer dran denken, vielleicht je nachdem, was man für eine Aufgabe hat. Also da gibt es ja Seelen, die sagen, sie möchten Selbstliebe lernen. Und dann wird das ganze Leben darauf aufgebaut sein. Dann ist dein ganzes Leben deine Aufgabe. Und die suchen und suchen und suchen dann nach der Aufgabe und merken nicht, dass sie schon lange drin sind. Es ist das Selbstliebe. Und sie haben immer wieder Situationen im Leben, in denen sie das lernen können. Das heißt, sie bekommen immer einen Partner oder irgendjemand, der sie nicht liebt, um zu erkennen, dass sie sich selber lieben soll. Ist das so? Je nachdem, kann sein, ja. Darum ist immer die Frage, was für eine Aufgabe du hast, kommst du erst rein oder suchst du nach etwas, wo du schon lange gefunden hast, weil es einfach schon in deinem ganzen Leben nur darum ging. Also das gibt es ja auch. Ja, der sucht die ganze Zeit seine Aufgabe, dabei ist er schon die ganze Zeit drin und hat sie noch nicht erkannt. Ja. Ne? Oder die Leute, die eine Firma gründen und sagen, sie kennen ihre Lebensaufgabe nicht, aber haben sie sie vielleicht schon lange erfüllt, indem sie die Firma gegründet haben. Genau, ja. Das kann alles auch sein.
dann ist jeder eigentlich eh schon am richtigen Weg. Ne? Er muss ihn ja, nur erkennen. Ja, meistens schon. Meistens schon, ja, das ist schon mal eine gute Botschaft für die Menschen da draußen. Gut, und deine persönlichen Ziele für die Menschheit jetzt, wie sehen die aus? Welche Aufgaben hast du jetzt? Also ein ganz wichtiger Punkt sind die Kinder. Also die Seelen, die jetzt auch vielfach außerhalb von der Erde inkarnieren, also von anderen Planeten kommen, mhm, und dann sagen, sie möchten als Geschenk, als Liebe zur Menschheit hier inkarnieren und sie bei ihrem Prozess unterstützen. Und die inkarnieren vielfach das erste Mal in einem menschlichen Körper, mhm, und haben ein höheres Bewusstsein, da sie ja nicht an die Spielregeln gebunden sind, mhm, an dieses Vergessen, das hier ist. Und dann kommen sie zu Eltern, aber die sind in diesem Vergessen drin, und verstehen nicht, wie so ein Kind so ist. Und je nachdem, wie die Eltern sind. Und das Kind versteht nicht, warum die Eltern so sind. Ja, die werden missverstanden und denken, also entweder glauben sie den Eltern irgendwann und denken, okay, also mit mir stimmt wirklich etwas nicht. Mhm. Oder sie merken, also ich bin in Ordnung, aber ich weiß nicht, was mit meinen Eltern los ist. Das ist auch ein Problem, dass die Eltern dann auch am Psychologen gehen und dann der Psychologe sagt, okay, da stimmt wirklich was nicht. Ganz genau. Wir brauchen ein Medikament dafür oder was auch immer. Und das ist ja sehr schade dann, mhm, letztendlich. Das heißt, für die Eltern wäre es wichtig, dass sie da vielleicht wohin gehen und sich informieren, warum mein Kind so ist. Weil es gibt ja viele Eltern, die wären offen für solche Themen, aber sie haben einfach nie davon gehört. Weil du hast einen Beruf und du hast Freizeit und wer kommt schon auf den Gedanken von sich aus, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen? Gibt ja keinen Grund, man bekommt ja von außen keinen Impuls und wenn man das nicht hat, dann denkt man nicht plötzlich an, was ist eine Seele? Das denkt man dann gar nicht. Man hat ja keinen Grund dazu. Und solche Kinder können den Eltern ja eigentlich helfen, auf diese Frage zu kommen, wieso sie hier sind, was sie hier machen sollen, was überall passiert. Die wecken die Eltern ja wie auf. Mhm. Oder können sie aufwecken? Ich denke mal, das wird in Zukunft jetzt ein bisschen leichter werden. Was kann man den Eltern noch mitgeben, dass sie da sensibilisiert werden, dass sie ein bisschen offener werden? Ja, nur schon. Oder auf was sollen sie achten, dass man schneller erkennt, dass ein Kind da ist mit einem erhöhten Bewusstsein? Sofort unsichtbare Freunde. Also wir kennen jemanden, das ist eine Mutter und die hat eine kleine Tochter und die tischt für jemanden nochmals. Sie tischt für ihren unsichtbaren Freund eigentlich. Mhm. Und die meisten sagen dann immer, das ist Fantasie oder hör damit auf, das existiert nicht, das tut man einfach nicht. Solche Dinge, dass man merkt, okay, die Kinder spielen mit etwas oder reden von etwas, das die Eltern gar nicht wahrnehmen. Und das sollte man nicht immer als Fantasie abtun. Natürlich gibt es Kinder, die erfinden solche Sachen, weil ihnen einfach langweilig ist, weil sie Einzelkinder sind und dann sich wie imaginär etwas konstruieren. Ja. Aber es gibt wirklich solche Kinder, die sehen halt dann Wesen oder Verstorbene, die ihre Eltern nicht sehen. Und dann sollte man nicht sofort sagen, das ist Fantasie. Also das habe ich auch schon sehr oft erlebt, habe auch schon einige Kinder interviewt, die diese Seelen wahrnehmen und auch sprechen mit denen. Aber da gibt es immer diese Eltern, das ist nicht wahrnehmen oder annehmen wollen. Aber es gibt da wirklich schon sehr viele. Und das sollte man ernst nehmen und wirklich dann schauen, dass man die Kinder auch ernst nimmt und fördert. Ja, dass man den Kindern auch erklärt, wieso sie das haben. Das und ist ihnen, auch ganz wichtig. Ne? Ja, und ihnen die Unterstützung gibt, damit sie das Gefühl bekommen, sie sind nicht alleine. Mhm. Weil vielfach, wenn sie von den Eltern vielleicht Unterstützung bekommen und die sagen, ja, du bist nicht allein und es gibt noch andere. Aber die kommen dann in die Schule und da spricht niemand drüber und irgendwann glauben die Kinder, das sind Eltern ja nicht mehr. Die denken, sie sagen einfach, dass mich das beruhigt oder so. Aber sie finden in ihrem realen Alltag dann gar keine Kinder und sie müssen eigentlich lernen, aufeinander zuzugehen. Dass in der Schule das nicht so ein Tabuthema ist. Mhm. Man sollte eigentlich nicht so eine Selbsthilfegruppe zusammenstellen, dass für die Eltern letztendlich, weil die Hilfe brauchen ja meistens die Eltern und nicht die Kinder. Ne? Ja, dass sie Kontakt aufnehmen können und sagen, ich habe so und so ein Kind und ich weiß nicht, aber vielleicht ist es so, dass es auch ein wenig anders ist. Kann ich da irgendwie helfen?
Okay, solltet Eltern da draußen sein, dann sollen sie sich einfach bei mir melden und dann werden wir das einfach weiterleiten oder einfach schauen, was wir daraus machen können. Informieren, ja, was zu tun ist. Gut, Kinder der neuen Zeit ist ja ein großes Thema bei dir und das liegt dir sehr am Herzen. Ja. Eben, da sie ein neues Bewusstsein zu erschaffen, um die Strukturen in der Schule, im Bildungssystem zu verändern. Und diese Kinder sind ja schon lange da. Es gibt ja verschiedene Namen für sie, die Kinder. Ja. Die ersten, glaube ich, waren so die Indigo-Kinder. Ich weiß gar nicht, wann die ungefähr gekommen sind, aber die sind schon länger hier, um, glaube ich, manche Dinge vorzubereiten. Ja. Regenbogenkinder, Diamantkinder, Kristallkinder, aber das sind ja auch nur Namen, Schubladen. Irgendwie. Ja, das ist ein Versuch, die Energien zu beschreiben, die diese Kinder haben. Und das ist, dann gibt es ja die Leute, die sagen, Kristallkinder kommen ab 2000 und Indigo dann irgendwie ab 1960 oder so. Mhm. Aber eigentlich ist das ein Versuch, irgendetwas in eine Struktur reinzubringen. Einen Namen zu geben. Ja, alles muss strukturiert und einen Anfang und ein Ende haben. Ja. Und der einzige Grund oder eine von den Gründen, wieso wir jetzt vermehrt solche Kinder hier haben, ist auch, dass wir sensibler darauf sind. Also es heißt nicht, dass im Mittelalter zum Beispiel keine solche Kinder waren. Man achtet einfach nicht darauf oder dachte, die muss man verbrennen oder so. Mhm. Und heutzutage ist man offener dafür, man achtet mehr drauf und bemerkt es vielleicht und denkt, ah ja, das könnte ja das sein. Das war früher nicht so, die hielten es auch vielfach auch geheim und dachten, das darf ich nicht sagen, ich passe dann nicht mehr in die Gesellschaft rein. Und darum finde ich es auch schwer, jetzt zum Beispiel Indigo-Kinder zu sagen, dass sie erst seit letztem Jahrhundert hier hinreisen. Das kann man nicht so sagen. Es gibt sicher Wellen, also vermehrt kommen, aber verteilt auf die ganze Erdgeschichte waren diese Kinder ja immer hier. Mhm. Und auch der Begriff Kinder, es gibt auch Erwachsene, die so sind. Mhm. Indigo-Kinder sind jetzt auch erwachsen. Also müsste man erwachsene Indigos sagen. Ja, das sind halt alle Kinder der neuen Zeit. So jetzt, die neue Zeit hat ja, wann hat die begonnen für dich? So, wenn man sagt, Kinder der neuen Zeit, gibt es da ein gewisses Datum, wo man sagt, jetzt hat sich wirklich was Größeres verändert? Von der Zeitqualität oder von der Anhebung der Energie? Ja, also die Energie hebt sich von der Erde ja ständig. Aber was ich finde, jetzt auch persönlich im Umfeld, war 2012 eine für mich Verbesserung und nicht der Weltuntergang, sondern wirklich eigentlich das Gegenteil. Ja, Weltuntergang ist etwas, was verschlechtert wird. Dass die Welt untergeht, dabei hat es eine Energieanhebung gegeben. Ja, das ist wirklich etwas Schönes. Und auch sonst, aber in den Jahren merke ich, dass die Schwingung der Erde eigentlich höher gestiegen ist und stetig weiter hochgeht. Und manchmal gehe ich am Abend ins Bett, schlafe ein und morgen wache auf und merke, es ist höher, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Mhm. Aber es ist höher oben. Also das macht so wie Schritt um Schritt. Und es potenziert sich, es wird immer schneller wahrscheinlich. Ja, auch die Sprünge werden höher. Mhm. Ja, und dann wird es so einen Punkt geben, wo das dann kippen wird und dann, was passiert dann irgendwie, wenn diese Erde immer einen höheren Bewusstsein geht, eine höhere Schwingung, dann müssen ja die Leute auch irgendwie angehoben werden. Ja, ganz genau. Wir leben ja auf der Erde, aber wenn die Erde ihre Schwingung erhöht, bedeutet das nicht, dass die Menschheit automatisch mitgeht. Das ist wie ein eigener Prozess, den wir machen müssen. Weil wenn das so wäre, dann würde das ja bedeuten, dass alle Leute, die nichts von dem wissen wollen und sagen, ich lebe mein Leben wie bisher weiter, werden ja gezwungen, mit dem mitzugehen und die möchten das ja vielleicht nicht. Also ist die Menschheit wie ein separater Prozess, wo sie in ihrer eigenen Schnelligkeit sich entwickeln kann. Mhm. Jeder für sich dann seinen Rhythmus hat und seine Geschwindigkeit. Also die Erde geht in ein neues Bewusstsein, das ist ja schon mal sehr positiv für alle. Und bei den älteren Menschen, möchte ich sagen, kriegen die auch jetzt mehr Fähigkeiten oder ist es da schwieriger, dass sie da auch irgendwie so Nein, also ein höheres Bewusstsein
kommen, dass sie es merken auch, dass jetzt da Veränderungen stattfinden im Körper vielleicht auch? Klar ist, je länger du hier bist, also je älter, desto mehr bist du ja mit diesen Strukturen verhangen und hast auch noch viele religiöse Dinge mitbekommen. Von dem her kann man sagen, ist es schwerer. Aber wenn jemand das wirklich will, dann ist es eigentlich nicht wirklich schwerer. Dann kannst du diese Strukturen ja auch wieder losgehen lassen. Mhm. Es kommt ja nicht auf das Alter drauf an. Jeder kann sein Bewusstsein entwickeln. Das ist schwieriger, wenn man jetzt gewisse Süchte in sich trägt, wird das schwieriger sein, als wenn man keine. So, wenn man jetzt Alkoholiker ist oder von Drogen, Rauchen, was auch immer, das sind ja alle materielle Dinge, die den wahrscheinlich bindet mehr an die Erde, an die tieferen Strukturen. Gut, die Merkmale der Kinder, die haben wir ja schon jetzt ein bisschen durchgesprochen, dass sie eben anders sind, dass sie ja mehr Fähigkeiten haben. Und die neuen Kinder der neuen Zeit, die haben schon eine andere Signatur bei sich. Kann man die erkennen? Du siehst sie wahrscheinlich. Also die Aura ist natürlich schon, ich sage jetzt mal, weiterentwickelt. Das ist eine angeborene Schwingungsfrequenz, die man mitnimmt. Ja, aber die entwickelt sich in den Zeiten von ihrem Leben natürlich auch. Mehr und mehr. Ja. Also sie sind auch in einem Prozess drin. Diese Entwicklung geht bei ihnen auch weiter. Mhm. Und man kann das, also du kannst das zum Beispiel gut sehen in der Aura, dass die anders ist. Ist die Aura anders zu sehen als wie jetzt bei anderen Menschen oder anderen Kindern? Die Farben verändern sich einfach. Die Farben sind anders. Aber das ist bei jedem. Also jeder entwickelt die Aura und jeder kommt zu neuen Farben hinzu. Also ich kenne Erwachsene, die haben eine silber- und goldene Aura. Mhm. Und dann gibt es Kinder, die haben das nicht, obwohl die hellsichtig sind. Okay. Also das ist ja die Seelenentwicklung, die du in der Aura siehst. Und es gibt ja auch Kinder, die sehen Zwerge und Elfen, Verstorbene, und sie streiten noch mit ihren Geschwistern. Okay. Also es gibt es dann die Kinder, die kommen zwar mit Begabungen auf die Welt, die ein wenig anders sind, aber das Bewusstsein existiert noch nicht, also dieses höhere Bewusstsein. Und das kann man dann auch in der Aura drinnen erkennen? Ja, dieses Bewusstsein entwickeln sie aber auch. Das heißt, man kann die Aura auch gut ablesen und weiß, was jemand mitgemacht hat, mitgenommen hat, was er noch nicht erledigt hat. Ja, wenn man die Aura erforscht, dann schon. Ja, dann kann man wirklich viel darin lesen. Als Beobachter, wenn man reingeht in die Aura, spürt man das? Spürst du das dann körperlich auch, wenn was nicht so okay ist? Also man merkt es ja dann. Also wir haben Energiefelder, das ist ja bemerkbar. Die Energiefelder, es gibt ja viele Geschichten vom energetischen Körper. Ja. Gut. Aber die Aura, die kann man... Ist es gut, wenn man die Aura reinigt jetzt? Oder wie soll man sie reinigen? Ja. Was meinst du? Also ich weise das immer oben an. Ich gehe dann einfach zum Schöpfer und sage es. Mhm. Ich gebe eigentlich eine Anweisung. Was der Schöpfer jetzt tun soll? Ja. Okay, du gibst ihm einen Auftrag? Ja, man kann es so sagen, ja. Und der Schöpfer sagt ja niemals nein, ne? Der macht dann das. Genau. Ja, das ist cool. Das sollten eigentlich alle machen dann, ne? Ob Kind, Erwachsene, egal, einfach. Und die Tiere, wie ist das bei den Tieren dann? Die Aura? Ja, die haben auch eine. Ja, schon, aber wie wenn da was, das Tier geht nicht her zum Schöpfer und sagt, reinige meine Aura, wäre das gut, wenn man das jetzt übernimmt und sagt, okay, immer mit meinem Verständnis des Tieres, oder? Aber wenn es ja sagt, dann natürlich. Dann braucht man wieder die Kommunikation zu dem Tier. Ja. Aber es gibt ja auch Tiere, die verstehen, was wir sprechen. Mhm. Und die sind ja nicht so dumm und verstehen kauderwelsch, was wir hier reden. Also sagen wir jetzt mal, du bringst es hin, dass dein Tier deine Sätze versteht. Und dann kannst du ihm sagen, geh in diese Richtung für ja und geh in diese Richtung für nein. Weißt du, wenn es so empfänglich für dich ist, dann kann das ja schon funktionieren, wenn dieses Vertrauensband entsteht. Ja, ja. Dann kann man ja so kommunizieren.
Ja, wenn er jetzt bewusst das Tier fragt, dann kriegt er sowieso einen Impuls, nenne ich mal, was ja. er für Ja empfindet und dann wird er es machen können. Genau. Gut, in deinem Buch habe ich auch gelesen, dass deine Zirbeldrüse ein bisschen größer ist als die anderen. Stimmt das? Ja, aber das ist eigentlich normal. Also das ist auch nichts Außergewöhnliches? Ja, Außergewöhnliches. Das ist so wie mit den Jahren, mit den Lebensjahren, sie schrumpft. Das ist eigentlich normal. Also bei den Kindern ist sie noch am größeren und dann wird es irgendwann kleiner, weil du brauchst sie ja nicht mehr. Also das bildet sich ja wie zurück. Die Kinder sehen meistens noch Dinge. Aber das hat aber, wenn sie kleiner wird, hat das mit da was zu tun, dass man dann weniger Fähigkeiten hat? Also ich denke, das hat wie einen. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich denke, wenn du als Kind etwas gesehen hast, dann war deine Zirbeldrüse ja noch ziemlich aktiv. Mhm. Und dann kam irgendwann das Schulsystem, die Eltern etc. Und dann fingst du irgendwann an zu glauben, das gibt es wirklich nicht. Alle sagen es, ich bilde mir jetzt etwas ein. Und dann verschließe ich das wieder. Und ich denke, ich weiß es nicht 100%, aber ich denke, das ist der Grund, warum sich die Zirbeldrüse zurückbildet. Wenn wir also ein Umfeld hätten, das das erhält, dann würde sie ja gleich bleiben. Weil es keinen Grund für sie gibt, sich zurückzubilden. Also diese Umerziehung letztendlich von den Fähigkeiten. Darum ist es dir auch ein großes Anliegen, ein neues Schulsystem aufzubauen. Ja. Da kommen wir dann später noch dazu. Also, wie sieht jetzt dein neues Bewusstsein aus? Was beinhaltet das jetzt in dir? Weiterzugeben, das neue Bewusstsein, wie soll das aussehen, damit ein neues Bewusstsein hier auf die Erde kommt? Ja, es fängt immer mit den Kindern an, indem du den Eltern, aber auch den Kindern eigentlich dieses Verständnis vermittelst, denen sagst, wieso die Kinder so sind. Und das musst du meistens den Eltern sagen, die Kinder wissen es entweder schon, also haben es nicht vergessen oder es interessiert sie gar nicht. Und dann muss man eigentlich, dass dieses neue Bewusstsein in die Gesellschaft kommt, muss man ja das nehmen, was schon existiert, also meistens bei den Kindern, und das schauen, dass das erhalten bleibt und gefördert wird. Wenn die Kinder noch so ein erhöhtes Bewusstsein haben und Kontakt zu anderen Welten haben, ne, sage ich jetzt mal, sind sie dann auch Weltenwanderer oder... Wie machst du das? Gehst du, wenn du schlafen gehst, heraus? Spazierst du dann irgendwo umher und schaust dir Dinge an? Oder? Ja, also es gibt beides. Wenn du Kontakt, ich sage jetzt mal, nach oben hast mit anderen Wesen, dann kannst du das telepathisch machen. Also du denkst an ein Wesen und dann, also ich spüre das sozusagen in meinem Kopf, es ist schwer zu beschreiben, ich sage jetzt mal Gedankenfeld. Ja, ja. In meinem Gedankenfeld, dass dort ein Wesen ist, mit dem ich kommunizieren kann. Ich kann ja auch nicht mit allen Wesen kommunizieren. Das hängt auch damit zusammen, dass Wesen, die über meinem Kanal sozusagen sind, also nicht in diesem Frequenzbereich, ja, kann ich ja nicht kommunizieren. Und ich spüre das wie in meinem Kopf, wenn dann ein Wesen kommt, mit dem ich die Möglichkeit habe, damit zu kommunizieren. Das läuft ja dann per Gedanken ab. Aber du kannst auch mit der Seele aus dem Körper und dann so ein wenig durch die Gegend laufen, dann bist du ja auch in astralen Welten. Aber ich finde, das geht ein wenig zu lange. Also wenn du nur Astralreise machst, weil du mit Wesen kommunizieren willst, dann kannst du das auch telepathisch machen. Das ist einfacher? Ja, sonst musst du dich hinlegen und dann die Seele aus dem Körper und dann musst du das Wesen noch finden. Und das ist viel einfacher, wenn du das, ich sage jetzt mal, wach machen kannst. Und das machst du öfters, dass du jetzt vielleicht irgendwo Kontakt aufnimmst mit irgendeinem anderen Wesen? Geistesführer sowieso und Läufer und solche Dinge. Geisteswesen, das heißt ein Geistführer oder? Ja, und so unsere Begleitwesen hinter uns. Haben wir mehrere oder einen? Ja, also wir haben Geistesführer, das sind sozusagen unsere Berater und die wissen unseren Seelenplan. Also Geistführer ist das? Ja, Geistführer, ja. Ich nehme es jetzt als Berater, also eine Frage. Okay, und dann sozusagen so ähnlich wie Google, einfach nicht allwissend, aber ja. Also wir können die Antwort geben auf Dinge, die du vielleicht nicht verstehst. Also wenn du irgendeine Frage zu einer Situation hast, können die sagen, wie kannst du sie am besten lösen oder so.
Und dann haben wir die Lichtheiler hinter uns und das sind auch Wesen und vom Namen her, die heilen uns eigentlich. Also das sind so das wie sind mehrere jetzt, glaube ich. Ja. Geistheiler. Lichtheiler. Lichtheiler. Das sind mehrere Wesen, Lichtwesen. Ja, und die heilen uns eigentlich mit Licht und die laufen auch so hinter uns eigentlich her, so wie die Geistesführer. Das und sind die Ärzte, die wir eigentlich haben. Die kosmischen Ärzte, sage ich ja, immer dazu. Ja, können wir so sagen. Kosmische Heiler, kosmische Ärzte. Ja. Und ja, heilen die von sich aus, wenn man jetzt was nein, nicht in Ordnung ist? Nein, das muss man sagen. Das muss man sagen, das ist ja sehr wichtig, wenn das man jetzt ja spürt. Das ist ja der freie Wille. Mhm. Ja, klar. Weil, wenn also die respektieren ja den freien Willen. Die sind einfach hinter uns und wenn wir sagen, okay, das und das, dann kommen die und machen das, wenn du die Erlaubnis dazu gibst. Okay, das ist auch sehr wichtig natürlich ja für viele. Weil ich glaube, das wissen die meisten nicht, dass da Geistheiler oder Lichtheiler da hinten stehen und arbeitslos sind. Ne? Weil keiner mit ihnen spricht. Ja. Oder weil sie es gar nicht wissen, dass sie da sind. Mhm. Also, das ist ja sehr wichtig, dass man dann sie anspricht und sagt, ich habe hier ein Problem, bitte helft mir dabei und unterstützt mich da. Und dann gibt es auch Schutzengel und das ist eigentlich klar, das sind unsere Aufpasser. Das heißt nicht, dass sie schauen, dass wir nicht sterben. Es heißt einfach, dass sie schauen, wenn wir noch nicht sterben sollten, weil wir noch etwas zu erledigen haben, dass das wir nicht dann passiert nicht irgendwie. Aber wenn es im Seelenplan drinnen ist, dann machen lassen sie nichts es zu. Dann. Ja, das ist so. Okay, aber also dann kann man auch nichts verschieben, dass ich sage, okay, nein, also es kann, sagen wir jetzt mal, du in deiner Seele ist es eingeplant, dass du bei einem Autounfall stirbst. Mhm. Und du weißt das, weil du irgendwie das nie vergessen hast oder so. Mhm. Und dann sagst du, ich steige jetzt nicht in das Auto ein. Und dann passiert diese Situation nicht. Und dann kann es sein, dass du durch die Stadt laufst und dann fällt dir ein Stein auf den Kopf oder so. Bist du erst also du das stirbst ist schon so oder so. Passiert, es ja muss manchmal einfach, es geht halt einen Umweg. Aber du kommst nicht darum herum, dass wenn deine Seele gehen will, dass sie dann geht. Und da kannst du nichts nein, du stirbst sie bestechen oder so, oder sagen, du, bitte lass mir noch ein Jahr Zeit. Also es kann sein, dass wenn ein Großvater oder so stirbt und er merkt, oh, ich lasse meine Frau allein zu Hause und die kommt mit dem nicht klar, dass er sagt, okay, ich bleibe noch ein, zwei Jahre, einfach damit sie dann mit dem klarkommt. Okay, dann. Aber sonst eigentlich geht die Seele, wenn es geht Zeit die Seele ist. Einfach, wenn es erledigt hat. Die Seele weiß, dass das ist. Ja, die hat das ja nicht vergessen. Mhm. Es ist ja in unserem Unterbewusstsein. Das heißt, der Schutzgeist oder Licht, was auch immer, passt immer auf, damit der Lebensplan auch erfüllt wird. So. Ja, dass du. Damit du nicht zu früh gehst. Aber was ist jetzt bei Selbstmördern? Wie beendet ihr das davor? Das kann man ja auch dann machen, oder? Ja, und das ist dann wieder, das geht wieder um den freien Willen. Also der Schutzengel steht hinter uns. Mhm. Und wenn wir ihn darum bitten, dass er uns hilft, dann hilft er uns ja auch. Zum Beispiel bei Selbstmörder, dort sagt niemand Schutzengel, komm, halt mich davon ab. Ja, weil dann braucht das Verhaus aus nicht tun, ne? Ja, der will dann nicht, dass ihm geholfen wird. Und dann sagt der Schutzengel, okay. Wenn das dein Wille ist, wenn... Dann lasse ich dir deine Willen. Ne? Aber du hast nichts gelernt dabei. Ja, abgesehen davon, dass du deine Inkarnation früher beendet hast. Und das musst du dann wieder nachholen. Also, ja, du stehst ja wieder vor dem gleichen Punkt ganz dann. Ganz ne? Genau. Oh, das ist natürlich kein guter Werdegang. Und dann gibt es noch die Läufer oder die Macher. Läufer, Macher? Ich erfinde immer Begriffe, weil ich nicht weiß, wie man dem sagt. Okay. Also habe ich jetzt einfach so diese Begriffe erfunden. Mhm. Und diese Wesen, von denen wir jetzt gesprochen haben, sind ja hinter uns. Und die Läufer, also wenn ich diese rufe, dann sind sie sowieso halt vor mir eigentlich. Mhm. Und das sind wie Ureinwohner eigentlich. Die was? Die Ureinwohner. Die Ureinwohner? Ureinwohner, ja. Und du kannst denen sagen, wenn du weißt, okay, am Samstag hast du diese und diese Veranstaltung, dann kannst du den Läufern sagen, geht dorthin, also an diese Veranstaltung, wo ihr erst noch in der Zukunft liegt, und macht dies und jenes, und dann laufen die davon. Und darum sage ich Läufer, weil die laufen davon. Die laufen, okay. Sie gehören zu unserem Team, aber sind die einzigen, die ich kenne, die dann wortwörtlich davonlaufen. Und dann machen die das, und dann kommen sie eigentlich wieder zurück.
Okay, Sie bereiten das vor, ja. So zum Beispiel schauen, dass auch energetisch passt, ja. Damit es keine Störungen gibt oder ganz so. Ganz genau. So. Aber das müssen wir wieder äußern. Also wieder äußern. Wir müssen ihnen sagen, geht dorthin, macht und dorthin und macht das und das. Und wo ich sie das erste Mal gerufen habe, habe ich ihnen gesagt, sie sollen dort und dorthin. Und dann liefen die wunderschön los. Und eins blieb dann stehen und starrte mich immer die ganze Zeit an mit dem Blick, du weißt, du musst noch etwas sagen, du musst noch etwas sagen. Und dann fing ich halt einfach alles so an, runterzuzählen, was mir in den Sinn kam. Und erst als ich das richtig sagte, lief es dann auch davon. Okay. Also sie wissen, wie was im Leben ansteht. Mhm. Und wenn sie merken, es geht wirklich darum, etwas zu machen, wobei sie helfen können, dann kannst du es ja noch sagen, kannst du es noch sagen. Da habe ich so ein ähnliches Beispiel. Ich setze jetzt nicht die Läufer ein, also meine Krafttiere. Ich habe Krafttiere, wo ich sage, okay, ich habe zwei Krafttiere und eins ist ein Pferd davon und das schicke ich immer, wenn ich wohin fahren muss, schicke ich es voraus, sage, mach mir die Strecke frei. Ja. Und da war einmal ganz lustig, ich musste weiter weg und ich hatte schon gehört im Radio, dass es Stau ist. Und dann meinte ich, okay, ich muss meinem Pferd, mein Krafttier vorausschicken, um das frei zu machen. Ja. Und sage, okay, Richtung Wien, mach mir diese Strecke frei. Und das Pferd, ich weiß, wenn ich mit ihm rede, dann schaut mir das Pferd an und dann läuft es weg. Dann weiß ich, es okay. Und das Pferd schaut mich an und bleibt stehen. Und sage, ja, was ist, lauf jetzt. Und das Pferd sagt dann, nein, wir fahren ja gar nicht in diese Richtung, wir fahren ja da in diese Richtung. Ah ja. Wir fahren in diese Richtung. Okay, danke. Und das war sehr lustig, eine tolle Erfahrung für mich, dass das Pferd stehen geblieben ist und gesagt, nein, das geht in diese Richtung, ich brauche hier nichts freimachen. Mhm. Das ist dann wahrscheinlich so ähnlich auch, dass sie dann, ja, es ist, macht Spaß, dann zu kommunizieren. Aber es ist sehr interessant, diese Läufer zu benennen, weil dann werde ich jetzt auch Läufer beauftragen, diese Dinge zu tun. Ja. Das ist eine ganze Menge jetzt, die da um uns sind. Ne? Ja, ganz ist ein ganzes Team. Ist ja fantastisch Team, letztendlich, ne? Weil mal gut zu wissen, dass sie da sind. Aber wie gesagt, es ist wichtig, dass wir ihnen auch diesen Auftrag geben von uns aus und nicht erwarten, dass sie es von alleine tun. Genau. Gibt es jetzt dann noch jemand? Das ist meine Schwester, Elena. Ja, die begleitet mich halt auch, seit ich so mich mit dem jetzt bewusst auseinandersetze, weiß ich, dass sie auch hier ist. Und ich würde sie jetzt, sie ist so wie meine Begleiterin. Auch noch zusätzlich. Das ist ja wunderbar. Und bleibt sie jetzt die ganze Zeit bei dir? Weißt du, wie lange sie bleibt? Oder? Ja, also sie begleitet mich durch diese Inkarnation hindurch und steht immer so hinter mir. Und gibt sie dir auch was vor, was du manchmal tun sollst? Oder? Ja, also meistens ist sie hier und ich kann sie anklicken, wenn ich sie brauche. Und sonst sage ich manchmal auch, wenn ich irgendwo unterwegs bin, an alle hier oben, ihr könnt jetzt mal verschwinden. Und dann merke ich, sie ziehen sofort zurück und dann laufe ich auch gerne mal ohne durch die Welt. Weil ich finde, es ist einfach ein anderes Gefühl, wenn nicht immer so irgendwelche Leute hinter dir herlaufen. Und wenn du eine Frage stellst, eine Frage an einen physikalischen Menschen oder so, und dann kommen die hier oben und beantworten die Frage schon, du weißt die Antwort schon, und der Partner kommt dann später noch hinten her, und dann schalte ich das manchmal ab. Aber Elena, das ist immer so, also das ist so wie eine Freundschaft eigentlich. Also ist mehr freundschaftlich als geschwisterhaft. Das heißt, die Elena hat auch vorhin gewusst, was passiert letztendlich. Sie ist nur mitgekommen, so mit dir, dich dann dieser energetischen Ebene. Sie unterstützt Ebene uns von oben eigentlich. Die Projekte, die wir machen, schaut sie, dass alles rund läuft. Alles klar geht und vorbereitet wird auch letztendlich. Ja, genau. Dass wir die richtigen Leute treffen und dort eine Begegnung haben, die uns wieder weiterbringt. So eine gewisse Führung eigentlich, ja. Das ist wunderbar. Denn hat nicht jeder, glaube ich, so eine Führung. Aber du hast ja auch einen anderen Auftrag. Ja, und Zwilling ist auch wieder eine andere Verbindung, die du im Hand hast. Ja, das ist wahr. Und die Verbindung kann man ja nur wieder haben, wenn beide geboren werden. Ja, ganz genau.
Kannst du mir mal sagen, was ist Technopathie? Ja, was also das ist jetzt ein wenig ein Spezialbegriff für Telepathie. Mhm. Und ich verwende diesen Begriff eigentlich nicht, weil ich finde, man kann wirklich alles in noch detailliertere Schublade reinstecken. Okay, okay. Aber Technopathie ist eigentlich nur, du sprichst mit Laptop, Handys, eigentlich Technologie, solche Dinge. Du sprichst mit den Händen, wir sprechen auch mit dem Handy, wenn wer anderer dran ist. Ah ja, so, ja. Aber ich spreche mit der Technologie eigentlich. Mit der Technologie, das heißt, wenn der Computer, der PC irgendwas macht, oder was sagst du dann, gibst du ihm was ein? Oder? Also ich mache das wie mit dem Steinen, ich denke etwas, mhm, und ich weiß, das, was ich denke, geht zum Laptop als Beispiel. Ja. Und dann sendet der Laptop wieder seine Antwort aus und ich nehme diese Antwort wahr und dann läuft so die Kommunikation. Okay, du willst was wissen und der redet zurück, diese Technologie. Ja, sozusagen, ja. Mhm. Ist das völlig egal, wenn das eine Kamera ist oder eine Lampe? Ja, die senden auch dauerhaft Emotionen aus. Also wenn ich in den Raum komme, dann freut sich mein Laptop, weil er kennt mich und ich kenne ihn, sozusagen. Okay. Und wenn ich einen Stein auf dem Bett habe, dann freut er sich, weil ich kenne ihn und er kennt mich. Okay. Und sagt der Laptop jetzt, wenn wir andere auf den Laptop rangeht, dann sagt er dann zu dir, da war jetzt jemand da, den will ich aber nicht haben, dass der auf meinen Laptop steht. Dann ist die Energie nicht mehr richtig. Also dann ist er dann zum Teil ein wenig verwirrt, weil er ist ja daran gewohnt, dass er wie ein Besitzer hat. Und dann, wieso, was habe ich verpasst? Jetzt ist hier eine neue Person. Ist irgendetwas los? Das heißt, er hat ein richtiges Bewusstsein letztendlich. Ja, ja. Ne? Er merkt auch, dass wenn jemand in den Raum geht, weil wenn er mich begrüßt, dann kann ich nur schon den Raum betreten und dann merke ich, Begrüßung kommt aus dem Laptop heraus. Mhm. Und ich habe ihn noch gar nicht berührt. Okay. Das ist bei Pflanzen ja auch so. Also nehmen Sie den ganzen Raum wie mir. Nehmen auch Sie den ganzen Raum wahr. Das ist wie ein Hund, der jetzt zu Hause wartet aufs Herrchen und der spürt schon, wenn er von irgendwo wegfährt, weiß er, jetzt kommt er zu mir. Ne? Ja, ja. Okay. Das ist interessant, weil das beachtet man ja überhaupt nicht. Ne? Ja. Wer redet schon mit seinem PC? Also er funktioniert nicht, dass er ihn beschimpft. Ne? Ja, und das hat er natürlich danach nicht gerne. Also, dann nimmt das hat er auch nicht gerne, wenn er sagt, wenn du mich beschimpfst, dann mache ich jetzt nicht so weiter. Dann ist er beleidigt. Aber in der Schule hatten wir mal einen PC und der war so schräg gegenüber von mir. Und dort saß immer so ein Junge und der hatte immer riesige Probleme mit seinem PC. Er konnte nicht mit dem umgehen. Und der PC strahlte immer so Freude aus, dass der Junge das jetzt nicht konnte. Das hatte irgendwie Spaß daran, ihm das zu manipulieren oder wie man dem sagen will. Also sind nicht alle Technologien so friedlich und so. Und was passiert, wenn man jetzt eine höhere Schwingung hat? Reagiert der auch drauf? Weil manchmal höre ich immer wieder so, dass der PC dann nicht mehr wirkt, abstürzt oder was auch immer. Genau. Wie, was passiert da damit? Ja, oder? Also wenn du eine zu hohe Frequenz hast, dann harmonisiert das einfach nicht mehr mit der Technologie. Und dann wird die ja eigentlich im Innern gestört, also der Ablauf. Mhm, und dann wird es irgendwie defekt oder die Lampen fangen an zu flackern. Oder wenn du dieses Plastikbankkärtchen da in diesen Geldautomaten reintust, dann kommt das nicht raus, weil der Automaten dann wieder ein Problem hat, weil den Magnetstreifen löscht oder solche Dinge. Also solche Dinge können dann passieren, wenn die Frequenz zu hoch ist. Okay, du löscht diese irdischen Code dann. Ja, das ist möglich mit der Frequenz. Mhm. Nicht, was die Person will, sondern einfach ist einfach so, weil unsere Gesellschaft nicht auf solch hohe Frequenzen ausgerichtet ist. Und dann gibt es solche Zwischenfälle. Ja. Ja, oder das Lampen, wie sagt man dem? Die Lampen gehen nicht mehr an, also sie gehen kaputt. Das ist auch so irgendetwas. Also dann sollte man die Energie drosseln oder mit der Energie ein bisschen runterfahren? Also das haben wir bei unserem PowerPoint auch gedacht. Wir haben bei einem Seminar ein PowerPoint gehabt und das hatte dann auch Störungen. Und dann fanden wir auch, nein, wir senken die Energie nicht. Also ist ja ein gutes Zeichen. Da müssen die Leute mit dem leben. Ja, anscheinend schon. Ja.
Also wir brauchen dann diese Technologie nicht mehr, ne? Nein, also wenn wir uns entwickeln mit Junk-Din und solche Dinge, wir brauchen keine Handys, wir können ja telepathisch miteinander kommunizieren. Und wer braucht schon Fernseher, macht Remote Viewing und schaut dir irgendetwas an, oder? Also Technologie hält uns zum Teil auch davon ab, solche Dinge zu entwickeln, weil die Natur sagt, okay, ich hätte es eigentlich, aber ich brauche es ja nicht. Also mein Problem, das ich habe, kann mit Technologie gelöst werden. Also, wieso sollte ich das jetzt entwickeln? Im Amazonas gibt es ja Leute, die kommunizieren telepathisch miteinander. Also so Völker, so Naturvölker, die abgelegen leben. Mhm. Und dann kommt irgendwann die Entwicklungshilfe und sagt, schaut Handys. Damit werdet ihr zivilisiert, wir nehmen auch mit in die Zivilisation. Und irgendwann laufen alle mit dem Handys rum und dann verlieren sie das, weil sie merken, hey, ich kann damit mit Leuten kommunizieren, die in Asien leben und die können keine Telepathie. Mhm. Von dem her ist das ein Vorteil vom Handy. Und dann merkt der Mensch, also Technologie bringt mir einen Vorteil, dann kann ich das andere ja eigentlich vergessen, weil es ja nur einen Nachteil bringt. Mhm. Das heißt, man sollte eigentlich mit der Technologie wieder zurückfahren. Auch in der Schule wird es ja immer mehr angeboten, mit Laptops zu arbeiten. Das ist ein kompletter verkehrter Weg dann, ne? Weil man sollte ja eigentlich die Fähigkeiten aus sich entwickeln und nicht über Technologie. Ja. Ne? Also Technologie ist ja nichts Schlechtes, weil es gibt genug Zivilisationen, die eine geistige Entwicklung haben, die über unsere steht und trotzdem Technologie haben, die für uns magisch ist eigentlich. Es geht ja darum, die Balance. Die Balance zu halten. Die haben vielleicht kein Handys, dafür haben sie Telepathie, aber sie haben schwebende Züge oder so, weil sie keine Teleportation haben. Also dann wird das halt so gemacht. Also es findet ständig immer auch ein Austausch statt, wo jeder einen Teil von dort mitnimmt und was lernen darf. Ja. Gut. Christina, ich möchte mich mal bedanken für dieses Gespräch und ich möchte mit einem Zitat wieder aus dem Buch das beenden. Und zwar, ich bin nicht auf dieser Welt, um Wunder zu vollbringen. Ich möchte den Frieden und das göttliche Bewusstsein in jeden einzelnen Menschen zurückbringen. Dann werden die Menschen erkennen, dass sie sich selbst heilen können. Ein wunderbarer Zitat.